So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon Violet Story Randomizer. Nach dem dritten Part in Folge, den ich jetzt aufnehme, hat sich ein bisschen Routine reingeschlichen und meine Festplatte füllt sich. Yay! Denn ich habe jetzt schon... Nein! Nein! Der Part fängt schon mal richtig scheiße an. Ich darf alles nochmal machen. Oh Gott, jedenfalls. Ja, im letzten Part haben wir uns mal wieder durch die Ziegelstraße gekämpft. Das wird auch noch ein, zwei Parts in Anspruch nehmen, denke ich mal. Ich habe da keine Ahnung. Das schlechteste Pokémon, beziehungsweise das Pokémon mit den schlechtesten Base-Stats. Kommt rein, schlechtes Pokémon. Ups, gemutet. Wie lange habt ihr nichts gehört? Warte mal, ich mache hier mal schnell die Audacity-Aufnahme auf. Wie lange habt ihr nichts gehört? Wie lange habt ihr nichts gehört? Ihr habt... keine Ahnung, wie lange ihr nichts gehört habt. Egal, ihr hört mich jetzt wieder, das reicht. So, ich weiß nicht, wie viel ihr mitgekriegt habt. Und da Sonnenkern das schlechteste Pokémon von den Base Stats ist, das schlechteste Pokémon ist aber noch... Razor, Zoroark. Spaß beiseite. Ja, was haben wir letzten Part gemacht? Turbo-Tempo, weil ich Style habe und Step. Ja, Siegestraße gekämpft, das wird noch ein paar Parts in Anspruch nehmen, das habe ich gesagt. Wie schon gesagt, ich muss es irgendwie verbessern, dass ich nicht sofort... wenn ich auf ein anderes Thema eingehe und dass ich das andere Thema einfach aus meinem Kopf verbanne. Meine Güte, da muss ich mal lange so denken und dann kommt die, Pausen, was, heil mich. Okay, es ist gar nicht mal so schlecht. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben, dass ich da aus Versehen runtergesprungen bin, aber es nimmt Zeit in Anspruch und diese Zeit, die haben wir nicht. Doch, haben wir eigentlich schon, aber ich möchte das Let's Play fertig kriegen. Woher habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ne? Ja. Na egal, jetzt. So. Ups, was mache ich denn? Mein schöner Top-Schutz wird dadurch aufgebaut. So, dadurch. So, letztes Mal bin ich nach unten gegangen. Jetzt gehe ich einfach mal nach oben und... ich gehe nach rechts. Ich gehe nach rechts. Alles in Butter, Leute. Ich gehe nach rechts. So, Top-Schutz einsetzen und Itemradar vielleicht auch nicht vergessen. Da rieche ich doch schon ein neues Item. Top-Beleber, nice. Den spare ich mir dann doch mal für die Liga auf oder für irgendwelche nervigen Kämpfe. Ja, weil es einfach ein Top-Beleber ist. Und da ist ein Item. Sei ein Meisterball. Ist es ein Top-Schutz? Warum ist es kein Meisterball? Vielleicht, weil er einmalig ist? Nein, daran wird es nicht liegen. Und jedenfalls, wow, hier wimmelt es ja von Items. Aber genau bevor ich das Item aufmachen will, kommt ein Noskenöd. Noskenöd. Das hat mich irgendwie, oh, ja, an die dritte Gen erinnert. Ja, weil es da vielleicht vorkam. Na egal. Hyperball. Alter, ich finde so viele Items. Ich hoffe auch mal, dass man in der Aufnahme nicht mal jetzt hört man es, Tastaturklickern hört. Weil ich die letzte Zeit immer lauter betätige und langsam hört die, klackt die auch mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hoffe natürlich nicht. Und er hat einen Mythox. Wie heißt das Ding? Mythodos oder so ähnlich. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht scheiße aus. Naja, scheiße jetzt nicht, aber doch. Doch. Grüne Scheiße, sagen wir es so. Die Aufnahme heißt dann auch grüne Scheiße definieren. Und heil, oh nein, ich kann mich nicht heilen. Und mein Stuhl quietscht, weil ich mich hinsetzen muss. Und ja. Über was können wir reden? Weiß nicht. Als Let's Player sollte man sich vielleicht Gedanken machen. Fällt mir gerade so ein. Aber Magnezone kommt passend dazu rein. Und deswegen schicke ich mein Eddie rein. Was für ein krasser Rhyme. Oh, ich sollte echt zum VBT gehen. Und JPB. Und ganz eindeutig. Ja. Ja, sollte ich machen. Hat so viel Sinn ergeben. Dampfhals, mach über die Hälfte. Oder. Seriously? Mann. Gott, musste das jetzt sein? Es kriegt wahrscheinlich noch den Crit Drop und. Ja, gut. Kein Crit. Der Crit hat sogar gereicht. Das hat wehgetan. Aber jedenfalls, der Crit musste nicht sein. Aber ich habe einen neuen Pokédex-Eintrag, so wie ich weiß. Gut, ich krieg bei sehr vielen Pokémon neuen Pokédex-Einträge. Und mein Stuhl knarzt. Knarzt. Was sag ich denn? Hyperstrahl. Brauche ich nicht. Keine Lust, eine Runde auszusetzen. Und normale Attacken habe ich genug. Irgendwas wollte ich doch sagen. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder vergessen. Oh Mann, Leute. Ihr müsst echt mal Hashtag schäm dich Silver in die Kommentare schreiben, weil ich so ein böser Junge bin und immer Sachen vergesse. So, halb Ruine, halb irgendwas anderes. Und da kann ich nicht lang. Na egal. Bitte keine Pokémon. Doch, kommt eins. Kickly. Wow. Ist es Shiny? Ich dachte jetzt, weil dieses Ding, dieser Fuß so gelb aussah.
Wusste nicht, ob das da immer schon gelb ist oder nicht. Keine Ahnung, jedenfalls dachte ich, es war ein Shiny, es hat aber nicht geglitzert, deswegen ist es kein Shiny und dann hat sich das auch erledigt. Was cool wäre, mal ein Shiny zu treffen hier so in Randomizer. So als abschließendes Pokémon. So, Eddie muss ich mal wieder heilen. Rate of Plane, also beziehungsweise Arceus bleibt vorne dran, weil. Ja, weil halt. Dum, 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 dum. Muss halt trainiert werden auf 50. Möchte mal alle Pokémon auf 50 haben. Du willst unbedingt kämpfen, oder? Da kann ich nicht runter zum Glück. Dann komm her. Na komm, Papa. Ich wollte eigentlich nur. Ja, du willst. Komm, kämpf einfach mit mir. Und dann haben wir das Ganze hinter uns. Oh, coole Beinbewegung. Nachtara. Nachtara. Oh, nicht dieses Nachtara. Habe Genesung und das war der letzte Tag, an dem du Genesung gemacht hast. Na gut, das wird es eh sein, weil ich danach nie wieder dieses Anachtara besiegen werde. Aber mach keine Genesung, bitte. Tu mir einen Gefallen. Horrorblick, oh Gott, erstmal die Spawn-Taktik und jetzt. Komm schon, Schallwelle. Ich weiß, dass du mehr Schaden machst. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Mach einfach mehr Schaden und wir sind alle bessere Freunde. Nein! Alter, ich nehme mit Outer City auf und ich habe gerade die Audiospur gesehen. Bitte, bitte hat sich das nicht überkrass übersteuert und scheiße angefühlt, wenn ich so rede. Oh Mann. Nein. Bitte, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Was ist das? Schutztausch, was kann das? Was kann das? Tausch alle Veränderungen und spart. Ja gut. Habe ich jetzt eine bessere. Oh, ich bin schon wieder auf Tododeko gegangen. Egal, macht ungefähr gleich viel Schaden. Was mache ich jetzt gegen diese Nachtara? Quit! Nein! Ich hasse es gegen Mondschein-Pokémon! Genesung Pokémon oder jede andere Scheiße in meinen Let's Plays zu spielen. Ihr nehmt mir den Spaß am Spiel. Und mit Horrorblick trappt mich das Ding. Ich kann nicht mehr irgendwie mein. Oh, Scheißdreck. Leute, wir sehen uns nach dem Cut. Kein Bock, dass ihr mir das Ding den ganzen Part raubt. Wir sehen uns bis. Wie mache ich das? Wie mache ich das hier eigentlich? Keine Ahnung, wie ich Cuts reinhaue. Egal, wir sehen uns gleich. Ich krieg das schon irgendwie hin. Läuft die Aufnahme wieder? Ja, sie. So, ich muss das irgendwie schneiden. Hühnchen. So. jedenfalls, ja, der Kampf geht wieder los und. Ich hab's ausgestallt. Hab ich dich gleich mit Stück ausgestallt mit deinem dreckigen Mondschein. Was zum Geier hat sie jetzt gerade gemacht? Keine Ahnung, jedenfalls hat die Kaskade nicht gereicht, aber ich habe ihren Mondschein ausgestallt. Der hatte nur 8. Zum Glück nur 8 Punkte. Ihr müsst wissen, Genesung hat im Vergleich 10 oder so. Mondschein irgendwie 5 und höchstens 8 halt, wenn man halt kein AP Plus einsetzt. So. Aber wir haben's down. Heilung, freu ich. Heilung ist, wenn es sowas wie Wish gewesen wäre, das wäre lustig, aber so. Bisofunk, vor denen habe ich Angst. Bisschen. Hat viel Angriff. Zu viel Angriff. Ich hoffe, ich kann es kaputt flinchen, weil meine AP alle sind wegen diesen dreckigen Nachtara. Oh Gott. Und, schön flinch. Fuchtel, aua, das tut weh. Aua. Schmerz. Krieg. Wenn das ein Naslock wäre. Oh Gott, wenn das nächste Projekt anfängt. Wie schon gesagt, das wisst ihr alle schon. Entweder Pokémon Random. Nicht eine Randomizer. Pokémon Smart. Wie heißt das? Soul Silver Naslock, so. Und es ist verwirrt deswegen. Ah, es ist so. Fuchtler ist deswegen so stark. Also jetzt wahrscheinlich auch vielleicht ohne Quit gereicht. Kann sein. Jedenfalls wird die Bitch geslappt und greift sich hoffentlich selber an. Das sollte sogar reichen bei den Angriffen von Bisofunk. Na, da halt nicht. Ja, wie schon gesagt, Soul Silver Naslock oder, wie heißt das, Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Eins von den beiden wird gezockt. Und ja, zum Glück wird, wenn es eine Naslock wird, also wenn es dann die Soul Silver Naslock wird, dann haben wir ein Problem, Leute. Es werden so viele Pokémon sterben und so viele Menschen weinen und ich muss meine Pokémon heilen und ich habe so krasse Reime. Alter, ich sollte echt Rapper werden, ich bin so krass. Spaß. So. Beleber. So, Rate of Pain heilen. Hypertrank benutzen. Das hat sich nicht gereimt, aber das ist doch egal. Ich mach nur Spaß. Ach, egal, scheiß drauf. Jetzt hört's auf mit der Reimkraft, Leute. Jetzt hab ich keine genug Reimkraft mehr. Die muss wieder im nächsten Part aufladen. Dann hau ich ein paar Freestyle-Skills wieder raus. Aus meinem Haus. Oh, der muss es sein.
Ja, du hast scheiß Stats, das weiß ich. Und Rate of Pain, oh stimmt, und deine Attacken sind gerade richtig im Eimer, jedenfalls die AP. Hauen wir mal ein paar Surfer raus und hoffen, dass die guten Schaden machen. Surfer, bam. Das kommt wahrscheinlich auch über die Hälfte, oder reicht? Ja, über die Hälfte. Agilität, damit ist es wahrscheinlich, ist es schon schneller als wir? Ich weiß gar nicht, was im Base, Init es hat. Käfergeburm, gut. Ist mir eigentlich egal, du hättest auch ein Käfergeburm davor einsetzen können. Oh, Spezialverteidigung, ja gut. Ich habe schon Spezialangriff, dann hätte vielleicht der Server nicht mehr gereicht. Aber naja, reicht und wir sind alle zufrieden. Ich krieg nochmal die Heilung. Und Rate of Pain, wow, so wenig XP und wieder ein Hut. Zwei relativ am Anfang auftretende Pokémon ist in der Soul Silver Edition. Ist das etwa ein Wink des Schicksals? Oh Mann. Oh, das war kein Crit. Hat dafür beruhigend viel Schaden gemacht. Was war das für eine Attacke? Irgendwas mit S. Ich hab's nicht gelesen. Und es war auch noch ein Crit. Okay, es war anscheinend eine schlechte Attacke. Sonst hätte die mehr Schaden gemacht. Und ich kann einfach nicht bequem auf meinen Stuhl sitzen. Meine Güte, ich muss danach aufhören mit aufnehmen. Ja, wie ich schon gesagt, ist der dritte Part in Folge, den ich aufnehme. Das heißt, wir sind schon in, keine Ahnung, 30 Minuten. Ja, seit einer halben Stunde nehme ich auf. Und das merkt mein Rücken. Ich hatte auch heute die ganzen Rückenschmerzen. Wie traurig, interessiert mich zwar eh nicht, aber ja, einfach mal so angemerkt haben. So, ich habe die Vermutung, beziehungsweise sagt mein linker Schlepphoden, dass wir eventuell hier weiterkommen könnten. Jedenfalls habe ich da einen Stein. Ich weiß nicht, was ich mit dem Stein da anfangen soll. Sondern Fleckmon. Hallo, Fleckmon. Hallo, Arthur. Silver. Oh, meinen richtigen Namen aus Versehen gehört. Egal. Jetzt überlege ich gerade, ob ihr mich überhaupt mal mit meinem richtigen Namen ansprechen wollt. Oder mit meinem Künstlernamen, sage ich mal. Beziehungsweise meinem YouTube-Namen. Silver. Überlege ich gerade. Könnten wir auch mal besprechen. Naja, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Genau, da kann ich mich auch mal wieder bedanken. Wie schon gesagt, heute ist der 18. Ich erwähne das ja öfter in letzter Zeit. Will ich mich bedanken dafür, dass ihr so viele Kommentare mehr schreibt im Vergleich zu früher. Ja gut, früher hatte ich auch viel weniger Abonnenten, aber es gibt ein Wachstum, sagen wir mal, in den Kommentaren. Und ich schaue gerade, wie ich das richtig schiebe, damit ich auch so. Dann hier das runter. Na, eins mehr. Na, kann ich nicht. Dann muss ich das hier runter. Dann haben wir das da auch durchgekriegt und jetzt nur noch nach unten und dann muss ich noch nach rechts. Gott, ist das kompliziert. Und genau davor kommt Pokémon. Jedenfalls, ja, ich will mich bedanken, dass ihr so viele Kommentare im Vergleich zu früher schreibt. Man merkt einfach, dass wir eine Community sind. So will ich das sagen. Und GPL durch alles wächst. Ja, und ich wächst auch. Ich wächse. Genau, gutes Deutsch, ich wachse natürlich. Sag ich mal, von den Abonnenten her und so, und das freut mich einfach, dass wir so groß geworden sind. Es gab ja auch Leute, die waren dabei, als ich noch 10 oder 20 Abonnenten hatte. Hallo! Oh Mann, wir haben bisher gegen jeden Trainer in der Siegestraße gekämpft, also den wir gesehen haben. Und ja, das nimmt jetzt bereits den dritten Part in Anspruch. Aber die ersten beiden Parts, da habe ich schön Fragen und so weiter beantwortet. Ich hoffe, die wurden nicht langweilig. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Ich werde mir wahrscheinlich ein Thema oder irgendwas zum Quatschen raussuchen. Bis zum nächsten Part. Tyrak ist auch dabei. Jedenfalls habe ich auch noch grinden versprochen. Stimmt auch wieder. Also ihr hört schon, wie oft ich meine Stuhlposition wechsle, was einfach mein armer Rücken, das Rheuma, mein Kreiz. Okay, das war jetzt bayerisch, das habt ihr nicht verstanden. Jedenfalls die Hälfte von euch. Und ja, Turbo-Tempo. Alles beide schon in sehr niedrigen Bereich. Hoffe, das Turbo-Tempo reicht. Oh, Bereich reicht. Das ist fast schon ein Leim. Aber ja, nur fast. Jedenfalls, Rate of Pain braucht so viel XP, aber dafür ist es einfach unglaublich stark. Ich habe einen Spukball dabei. Stimmt auch wieder. Da war ja noch was, ne? Hab ja noch den Spukball dabei. Mit Menora. Ich hätte eventuell vielleicht Ice Princess reinschicken sollen. Ich glaube, die ist nur 49. Und Menora ist ja schon 50. Naja, egal. Dafür haben wir echt einen sicheren Kill. Ist Spukball ein sicherer Kill? Ich hoffe es doch. Ja, ist ein sicherer Kill. Dachte ich mir aber schon, weil es ist immer eine fucking Menora mit Spukball und Flammenwurf. Och Gott, Leute, die Menora, dass ich mich so gefreut habe. So. Ich hoffe, ich muss da jetzt... ich muss es doch tun. Ich muss da runterspringen. Nein, es war nicht das Richtige. Also, wir haben gemerkt, der obere Gang mit den Rätseln wäre das Richtige gewesen.
Ihr könnt mich zwar jetzt verdonnern oder so, weil ich die ganzen Part nur, sag ich mal, nichts erreicht habe, sag ich mal so. Aber ich habe viele Trainer besiegt, Leute, und ich gebe es zu. Ich wäre wahrscheinlich dann eh nochmal nach links und rechts gegangen, auch wenn es der richtige. Na, wäre ich nicht. Okay, ich gebe es ja zu. Ich gebe es doch zu, Leute. Wir haben den ganzen Part eigentlich nur Scheiße gemacht, aber wir haben gelevelt. Jetzt weiß ich nicht, ob euch das Leveln wichtiger war und ein bisschen Gequatsche von mir oder dass wir im Part noch weiter vorangekommen werden. Wären. Na, Sprachfehler for the win. Jedenfalls, ich werde jetzt noch zu der Stelle laufen, wo diese. Ups, nein, ich möchte Topschutz einsetzen. Topschutz, wo bist du? Ah, ne, die sind ja hier drin. Ja, da werde ich noch hinlaufen, also in diese Abzweigung. Danach gehen wir natürlich dann noch den richtigen Weg. Und dann haben wir in diesem Part trainertechnisch viel erreicht. Storytechnisch natürlich null, weil die Story vorbei ist. Aber so ein bisschen was haben wir schon erreicht, sagen wir so. So, hier waren wir. Ja, und damit bedanke ich mich für euer Zuschauen wieder mal, Leute. Ich hoffe, dass ich das irgendwie komisch cutte. Vor uns gab es ja diesen Cut, wo ich mich aufgeregt habe. Ich hoffe, alle Audioaufnahmen sind auch okay bis jetzt. Und ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich weiß nicht, ob das die letzte Aufnahmesession für 3 Monate war, sagen wir so. Ihr wisst ja meinen Upload-Plan. Ich versuche das hinzukriegen und dann sage ich euch vom 18.09., weil ich so gerne Datum in meinen Aufnahmen sage. Ciao und viel Spaß in der Zukunft. Tschüss.